Und da es um die ganze Welt geht, dachte ich so, warum mache ich nicht einfach eine Weltreise? Wir haben endlich final fix unser Nakala Charity Projekt geplant. Also Riesending, wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt vorbei. Tag geht zu Ende. Legst du immer gleich los? Ja, wie machst du das? Keine Ahnung, ich gucke immer 5 Mal und dann sage ich 3000 Mal was und denkst so, ah, das war alles Mist. Kann ich jetzt einfach loslegen? Ja, du kannst jetzt einfach loslegen. Also ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Ich habe jetzt von draußen nicht so viel erzählt oder gevloggt, weil es einfach zu laut war. Man hört es auch jetzt hier noch im Hintergrund, die ganzen Trommeln. Ja. Ich bin hier mit dem Nils. Der Nils kenne ich von YouTube und durch YouTube komme ich aber auch irgendwie immer über neue Events. Mit Philipp war ich damals in Mannheim, das erste Mal auf einer Vernissage, jetzt bin ich erstmal auf einer Charity-Veranstaltung. Mega also gut. Mega geil, irgendwie. Das macht YouTube aus, also so Interaction, mega gut. Ich würde sagen, Denise, erzähle ich einfach mal ein bisschen was von seinem Nakala Charity-Event hier. Voll gern. Wir haben hier, vielleicht hat man es schon im Video so ein bisschen erahnt bisher, wir haben hier mit unseren Rheinauer Flüchtlinge ein Fotoprojekt realisiert, bei dem ich Riese Prinz angefertigt habe, also Porträts mit Ringlicht und alle möglichen fancy Zeug. Und das haben wir ausgestellt und nicht nur eine Ausstellung draus gemacht, sondern gleich eine ganze Charity-Aktion mit Musik. Also wie man es jetzt noch hört, die sind voll am Drummen da draußen. Haben wir auch gerade beide mitgemacht, mega geil, aber auch übel schwer. Ja, also wir haben so ganz leise gespielt, das wollen wir nicht hören. Aber ansonsten gab es noch afrikanisch Essen und mega lecker gewesen. Und deutsches Trinken, Bier und Wasser. Nee, ansonsten voll gut. Also ich freue mich wirklich. War geiler Abend, oder? Auf jeden Fall. Hat sich richtig gelohnt, hierher zu kommen. Ich bin hierher gekommen, weil ich engagiere mich auch in Karlsruhe so ein bisschen in der Sportkreisjugend. Wir haben auch ein Flüchtlingsprojekt, habe ich glaube schon mal erzählt.
und dachte, das muss man einfach supporten. Und ich sehe uns das erste Mal, habe es im Intro schon so ein bisschen eingeblendet, dass sich vielleicht unsere Wege dieses Jahr mal kreuzen. Und perfekte Überleitung, vielleicht kreuzen sie sich auch nochmal dieses Jahr. Ja, ja. Also gern. Also entweder Mountainbike-mäßig. Also oder Kamera-Equipment-mäßig. Oder vielleicht gibt es ja mal ein neues Kamera. Genau, weil der Nils hat nämlich einen Fotoladen. Genau. Aber Nils findet ihr hier da, neben seinem Kopf. Ja, links, oder unten links. In der Infobox oder gleich in der Endcard und schaut auf jeden Fall vorbei. Er hat auch noch ein etwas ausführlicheres Video über das Event hier gemacht. Ja. Und ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen von allen, deshalb schaut da vorbei und ja. Kommentiert und liked dieses Video. Supportet auch ein bisschen Tobi. Genau. Und jetzt wird es auch die nächsten Wochen wieder etwas aktiver. Ich bin wieder etwas mehr unterwegs. Die letzten Wochen war ja etwas mau. Ja. Das war öffentliche Versprechen jetzt. Ich weiß, aber ich habe es schon gebucht. Geil. Dann ab dafür. Also, ich freue mich. Genau. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Und ciao. Hier ist übrigens der andere Verantwortliche für dieses Event hier. Mein Name ist Hendrik Zeudo von zeudografie.de. Checkt mich aus. Like, kommentiert, alles.